Hallo und herzlich willkommen zur dritten der drei Kampagnen von Age of Mythology Retold. Das neue Atlantis. 10 Jahre nach der Zerstörung von Atlantis versuchen die Überlebenden, ihre Zivilisation wieder aufzubauen. Das ist eben das Ende der Sturz des Dreizacks-Kampagne, dass ja Atlantis da komplett auseinandergebrochen ist. Und wir versuchen das jetzt wohl zu fixen. Der Start ist mitten im Prolog. Der Älteste schaut zu, und zwar Kronos schaut uns dazu. Der beobachtet uns nämlich auf, und man sieht das auch auf der Karte, dass einst die einst kompakte Insel von Atlantis ist jetzt eben in lauter Einzelteile zerstückelt. 10 Jahre nach der Zerstörung von Atlantis. Sie sind mit dem Wiederaufbau beschäftigt, nicht wahr? Wie töricht, so zu tun, als wären Sie sicher. Zu denken, dass das Schließen einiger Tore das Ende bedeuten würde. Zu vergessen, dass ich noch hier bin. Nun, es liegt in ihrer Natur, vergesslich zu sein. Sogar ihre Götter sind geistesabwesend. Zeus hat alle vergessen, die er im Tartarus eingesperrt hat. Es ist an der Zeit, dass wir ihn alle daran erinnern. Geht nun und tut, was ich euch gesagt habe. Macht Platz für die Titanen. Ja, das war der Prolog, und wie man sieht, da gibt es sofort Ärger, sogar sehr dramatisch. Und dann haben wir entsprechend die Mission Nummer 1, ein verlorenes Volk, die aber location-technisch tatsächlich im Norden sich abspielt. Da gespannt, wie das tatsächlich losgeht. Wir können hier nicht bleiben. Es gibt nicht genug Bäume, um Unterschlüpfe zu bauen oder Feuer gegen diese Kälte zu machen. Hier wachsen keine Feldfrüchte und die Wilden in der Nähe werden immer dreister. Die Götter haben uns verlassen. Wir wären besser dran gewesen, wenn wir mit Atlantis untergegangen wären, als hierher zu kommen. Wir müssen weiterziehen. Was ist hier eigentlich los? Zeno, was habe ich dir darüber gesagt, die Leute in helle Aufregung zu versetzen? Es ist alles in Ordnung, Feldwebel. Er hat recht. Wir müssen weiter. Wie, Krios? Wir haben keine Schiffe und niemand hat einen besseren Ort in der Nähe gesehen. Die Götter haben mir letzte Nacht im Traum einen verlassenen Tempel gezeigt. Mir wurde gesagt, dass er der Schlüssel ist, um diesen Ort zu verlassen. Wir müssen ihn finden. Okay, und da geht's los. Und da Krios ja auch im Prolog vorkam, Luigi? Ist das schon mehr als verdächtig. Luigi? So, wir haben da die Bürger. Anwesen und Wirtschaftsgilde können die bauen. Also es hat sich was geändert, wie das mit Atlantis funktioniert. Unsere Dorfbewohner sind jetzt alle ein bisschen anders, haben da ihre Esel direkt mit dabei. Dann produzieren wir auch gleich mal mehr davon, brauchen dafür natürlich Nahrung logischerweise. Unsere Bürger, Entschuldigung, sind keine Dorfbewohner. Und unser Ziel ist es, eine Armee aufzustellen von mindestens 10 Soldaten. Wir haben ein paar neue Helden, nämlich Arcus, Castor, Yuji. Dann noch den Burek. Fanatiker. Yuji. Und ein Burek. Kollege fehlt mir, der Zerstörer. Aber das sind dann Heldeneinheiten. Wir haben hier eine Küste mit dabei. Das Holz dieser Bäume taugt nicht für den Schiffsbau. Yuji, wir sitzen hier fest. Okay, das ist auch eine interessante Info. Und hier sind ein paar Wölfe. Die greifen uns nicht von allein an. Da ist auf jeden Fall Gold. Da gibt es auch einen Ochsen. Also es gäbe hier relativ viel Wasser, aber anscheinend können wir mit dem Wasser nichts abfangen. Da gibt es Wolfsärger. Helden. Rüber. Warum? Okay. Das ist der frisch gebaute. Dann gibt es da Ärger. Außenposten plus Dorfzentrum schießen ein wenig. Könnte ich theoretisch auch noch verbessern, aber lohnt sich, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch nicht so wesentlich. Könnt ihr mal mitkämpfen? Lustig, ich habe die auf Attack-Move, aber die erkennen die Wölfe tatsächlich nicht automatisch als Problem. Aber ihr könnt die Wölfe sammeln. Dann haben wir nichts dran verloren, nur ein bisschen Zeit eingebüßt. Ja, Krios ist mir eben einen Hauch verdächtig. Den Tempel aus Kriosessionen sollen wir finden. Kann ich ihn auch einfach so finden, ohne das Ziel zu erledigen? Warten wir es mal ab.
Holz haben wir noch, Nahrung wird mehr. Dorfzentrum produziert. Okay, hier ist was zugefroren. Das macht es uns leichter, es zu überqueren. Tatsächlich, in der Atlantis-Kampagne hat man die Atlanta gar nicht so häufig gespielt. Wir sind dann relativ schnell zu den anderen Zivilisationen gewechselt, was den Tech-Tree betrifft. Okay, wir können auch keine Felder anlegen, wie ich das tatsächlich gerade sehe. Und eine, das ist ein Anwesen, das ist eine Militärkaserne. Eine Wirtschaftsgilde sieht so aus. Setzen wir jetzt da mal rein. Okay, das ist nicht gut für uns. Ah, okay, ja gut, die sind relativ gut ausgebildet für Wilde. Und wir sind tatsächlich nicht stark genug, um die zu schlagen. Ich vermisse Akanthos, ich vermisse Ajax. Schaffen unsere Helden-Einheiten das? Das sind wirklich viele Units. Kannst du mal den Angeschlagenen zuerst kaputt machen? Dann haben wir da weniger Damage. Kalle hat auch gar keine Fähigkeiten, die mich zünden kann. Und da ist direkt ein Produkt, also das wird sowieso nichts. Die Frage ist, verliere ich die Einheiten, wenn sie hier... Was machst du? Okay, das heißt, wir verlieren hier alle Units. Unsere Einheiten sind nicht unsterblich und unsere Ressourcen sind hier alle. Ein bisschen weiter wandern. Das ist natürlich ein Problem. Die hätte ich gebrauchen können, die Heldeneinheiten. Okay, anscheinend Castor scheint unser einziger Held zu sein. Der regeneriert sich. Dann hoffe ich mal, der bleibt bestehen. Wenn er fällt. Ja. Der bleibt uns bestehen. Okay, dann hier ist direkt das Banditlager. Zumindest habe ich ein paar interessante Informationen gesammelt. Können da noch unsere Wirtschaft ein bisschen stärken. Ich meine, ich kann hier auch bis auf maximal 50 Dorfbrunnen bauen tatsächlich. Und ja, es geht der gebäudetechnisch nicht viel. Theoretisch kann ich noch eine Rüstkammer setzen. Dazu brauchen wir aber Holz. Dazu sollten wir mal anfangen, ein bisschen Holz zu sammeln. Nahrung sieht ja relativ stabil aus. Die Upgrades kann ich auch nicht mitziehen. Und Zeitalter geht auch nichts. Generell ist mein Tech-Tree ja ziemlich limitiert. Na gut, das ist halt auch eine erste Mission. Da passiert noch nicht so viel. Du musst auch hier die Nahrung mitsammeln, dass da was passiert. Und dann kann auch jemand ans Gold gehen. Es irritiert mich ein bisschen, dass der komplette Esel mit dabei steht. Das ist ein bisschen so, okay, warum ist hier so viel von der Einheit vereinnahmt an Platz? Ja, und seine Nahrung ist nicht krass genug, dass ich alle meine Dorfbewohner da, oder alle meine Bürger da ransetzen kann. Und es ist interessant, dass die bis in den Norden gezogen sind. Ja, man sieht, die Nahrung eben läuft ab, wenn sie mal gejagt ist. Weil das ist langsamer, ich hatte das auch schon schnell in Erinnerung. Ich will eben eine Kavallerie rennen, dass ich den Rest noch ein bisschen scouten kann. Und ihr könnt jetzt eigentlich alle das hier noch sammeln. Ihr könnt hier aushelfen, dass das schneller geht. Krios hat uns mit einem Feuersiphon versorgt. Okay, und da kriegen wir einfach mal... Also er schickt uns zumindest mal Unterstützung. Nicht so verkehrt. Trotzdem brauche ich jetzt eigentlich... Das könnt ihr machen. Weiteres Anwesen. Theoretisch kann man mit den Gebäuden, glaube ich, auch Walls setzen. Okay, das ist trotzdem meine Kavallerieeinheit. Die steckt aber noch eine Bevölkerungsschleife fest. Okay, die geben auch einiges, die Anwesen. Aber kosten, glaube ich, auch relativ viel. 80 Holz, 20 Gold ist schon ein Satz an Ressourcen. Okay, dann müsst ihr euch nicht einquartieren. Kavallerie ist da. Kann ich mich da durch... Zumindest kann ich mich, glaube ich, da hochschleichen. Wir checken mal kurz noch die Lage hier. Dann wandern wir hoch. Bisher kriegen wir keinen direkten Angriff ab. Ich werde hier noch weiter sammeln. Zumindest haben wir jetzt von allem auch etwas. Das geht wirtschaftlich voran. Okay, da kommt ein Angriff. Da kommt ein Problem. Okay, macht das Ding irgendwie guten Schaden? Ich weiß es nicht. Einmal euch einquartieren, euch auch einquartieren. Das Ding... Das kann ich nicht einquartieren, das heißt, das muss laufen. Okay, also es gibt noch einen Gegner in Rot, der auch für Probleme sorgt. Wir müssen meine Gebäude gerade relativ hilfreich und meine Zusatzwaffe hier auch. Damit geht das dann weit. Ihr könnt wieder an die Arbeit. Ihr könnt wieder an die Arbeit. Scopus?
Burek. Weihen. Ihr könnt nochmal weiter Gold sammeln. Der ist damit noch Nahrung. Okay, die Upgrades will ich noch mit dazu ziehen. Das Ding war tatsächlich ganz hilfreich. Meine Kavallerie habe ich ja verloren. Soviel zu meinem Scout-Versuch. Ich meine, es liegt einiges an Ressourcen rum. Es liegt nur etwas zerstreut. Und sie haben Post. Gerade eine Mail gekriegt. Die ganzen Upgrades. Mindestens 10 Soldaten in der Truppe. Was eigentlich nicht so viel ist. Und ihr seid schon wieder untätig, weil ihr das mit der Nahrung nicht auf die Reihe kriegt. Beziehungsweise sammelt das einfach relativ schnell weg. Und da kommt schon der nächste Trupp vorbei, den wir nicht gebrauchen können. Aber ich habe mich gerade erst gar nicht gesehen. So, okay, ihr seid gut im Nahkampf. Gut gegen Falkosalaten Belagerungseinheiten. Das ist natürlich, dass die ganze Zeit meine Economy ausbremsen. Ich kann keine Felder anlegen, daher unsere Nahrung ist immer auf das hier draußen begrenzt. Ich brauche jetzt eigentlich mal Truppen. Ist die Frage, macht Fernkampf Sinn? Gut gegen Infanterie. Es kommt jetzt eben Infanterie vorbei. Und jetzt einige auf Holz. Ich hole mir noch ein paar mehr auf Gold. Und ich auch gleich mitmachen. Und ihr kriegt noch euer Upgrade und dann produzieren wir da ein paar Units. Weil wir es brauchen können. Währenddessen ihr lauft komische Dinge. Jagt einfach die Nahrung. Kriegt das mit den Bäumen eh nicht auf die Reihe. Und Holz geht noch. Dann machen wir einfach... Wir produzieren einfach von allem etwas. Dann haben wir zumindest eine balancierte Truppe. Ich könnte theoretisch eine Rüstkammer aufstellen. Okay. Das auch. Dann gibt es da auch noch ein paar Upgrades, um meine Einheiten stark zu machen. Weil so viele Einheiten werde ich nicht rausziehen können aus der ganzen Geschichte. Geht euch wieder im Weg um und irgendwo sind... Ihr seid schon wieder untätig. Da sind noch die Wölfe. Theoretisch müssen wir jetzt eben ein bisschen Fläche sichern, dass wir uns weitere Nahrung sichern können. Wie viel kostet uns das Holz und Gold? Stellt mal nochmal ein paar Tower auf, einfach um die Fläche besser in den Griff zu kriegen. So, wer ist noch alles untätig? Du bist untätig. Ihr seid auch untätig. Ihr könnt dann hier weiterjagen. Nehmen wir uns die Büffel. Und ihr... Da oben gibt es ja dann auch noch Nahrung. Baut den einfach den nächsten Turm direkt hier. Dann geht es da voran. Das können wir noch upgraden. Dann sind wir damit ein bisschen mehr Feuerpower unterwegs. So, wir haben das erste Set. Wir bauen das zweite Set. Holen das dritte Set. Krios hat uns mit einem Feuersiphon versorgt. Okay, jetzt haben wir noch den zweiten von den Kollegen. Die kriegen wir anscheinend alle 5 Minuten in etwa. Und dann können wir hier noch ein paar Anwesen hinzimmern. Okay, so viel kann ich gar nicht bauen. Wie viel kann ich maximal bauen? Okay, ich kann eh nicht so viele gesamt bauen. Da geht schon wieder der Ärger los. Die Plünderer. Und da ein bisschen auf die Nerven gehen. Jetzt sind wir eh mit Kapazität am Limit. Unsere Armee kann sich dann voranarbeiten. Das heißt, ich gehe mal davon aus. Okay, damit haben wir das Ziel jetzt auch erreicht. Und kriegen dann einfach nur das abgedatete nächste Ziel. So, wir haben noch Leute untätig wieder mal. Ich schicke jetzt nach hinten zum Holz sammeln, weil da ist wenigstens halbwegs Ruhe. Brauche ich das Gebäude zum Abgeben oder ist das nur für Upgrades? Speaking of Upgrades. So, die Armee. Sie ist am Wachsen. Jetzt ist natürlich umso ärgerlicher, dass ich meine ganzen Helden verloren habe. Aber gut. Eigene Unfähigkeit. Die da am Spiel war. Burek. Was brauchen wir hierfür noch? Mehr Holz. Aber wir sammeln eigentlich jetzt recht fleißig Holz. Das muss nochmal rankommen in unsere Base. Die Frage, wie viel Wirtschaft sich tatsächlich lohnt. Wir haben aktuell 48. Wir bauen mal bis 50. 50 Dorfbunde, denke ich, sollten reichen. Da kommt die erwartete nächste Angriff. Herr Jones.
Zumindest ist unsere Feuerpower jetzt gut genug, dass... Ah ne, wir haben schon wieder eine Kavallerie verloren. Ist das ärgerlich, aber gut. Zumindest kann ich weitere Reinforcements ranschicken. Die Truppe wachsen lassen und wir können jetzt mal hier ein bisschen in die Richtung pushen. Der rote müsste dann irgendwo in der Ecke sein. Die Map scheint dann noch etwas umfangreicher sich da zu bieten. Wenn wir bei mir in den Kommentaren gesagt, ich einfach Rechtsklick machen, dann produziert er das automatisch. Dann muss ich da gar nichts weiter tun, außer die Ressourcen ranschaffen. Ja, okay, da haben wir jetzt auch unseren Hero wieder mit am Start. Die Belagerungssachen sollten relativ gut gegen Gebäude sein. Ich schätze mal, es gilt immer noch dasselbe Thema wie in der Atlantis-Kampagne. Produktionsgebäude zerstören ist wichtig, weil ansonsten kommt ständig Krimskrams nach, der uns mehr... Ja, da kommt auch schon Zeug aus der Produktion. Entsprechend, ihr beiden seid dafür zuständig, die ganzen Gebäude abzufackeln. Da ist noch ein Hafen. Kriegen wir, glaube ich, von hier schon mal weniger Ärger. Da ist auch weitere Ressourcen, das ist eine weitere Goldader. Interessanten Steinweg, der hier mehr oder weniger das noch blockiert. Währenddessen euch kann ich noch upgraden, euch kann ich noch integrieren in die Armee. Ressourcen sehen recht soweit gut aus. Hier draußen gibt es weitere Ressourcen. Gut, ein Außenposten weniger. Goldader. Achso, ich mein Ding ist eingeklappt. Ich dachte mir gerade, warum sehe ich denn das nicht? Die schießen auch schön fleißig mit Pfeilen. Unsere Upgrades sind durch. Produziert er jetzt eigentlich nur das oder produziert er schon im Zyklus? Ich glaube, der checkt das schon, dass er quasi reihum produziert, oder? Die Antwort ist mehr oder weniger. Ich glaube, er produziert nur die ersten beiden. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Hauptsache, wir kriegen mehr Einheiten. Das ist erstmal das Erste. Wir sollten erstmal hier hochgehen, weil ich glaube, der nächste rote Angriffstopp kommt. Dann können wir den hier schon mal abfangen, bevor der in uns reingrätscht. So, produzieren wir jetzt Bogenschützen? Ah, okay, wunderbar. Das Spiel ist smart. Es weiß, dass es alle Einheiten im Zyklus baut. Das ist super. Das freut mich. Zur Dorfbewohner arbeiten. Der Wald hier wird kleiner. Das bisschen Holz, was wir haben. Infrastruktur geht ja nicht viel. Wir könnten ein weiteres Dorfzentrum aufstellen. Da kommt, wie erwartet, der nächste Angriff. Das war vorherzusehen, dass von hier was kommt. Sondern das sind eben die gelben Infanterieeinheiten. Die Frage, ob da unten nochmal eine gelbe Base ist oder eben nicht. Theoretisch sind wir mal so frech und bauen hier einfach ein paar Tower auf. Jetzt haben wir zwar gerade keine Nahrung, aber es ist noch okay, wir haben noch eine Reserve. Theoretisch kann ich von euch ein paar abzwacken, um weitere Nahrung irgendwie zusammen zu kratzen. Und zwar hier. Das ist der Tempel aus meiner Vision. Ah. Krios hat uns mit einem Feuersiphon versorgt. Okay, cool, danke. Okay, das heißt, Orange ist tatsächlich unser Hauptziel. Das heißt, wir müssten Rot zuerst knacken. Natürlich nicht die schnellste Armee, aber dafür eine durchaus mächtige Armee. Die Frage, ob es den Hintereingang in die Base gibt. Ben scheint ja recht umfangreich zu sein. Das heißt, wir sammeln uns jetzt erstmal da und pushen dann in Richtung Rot. Dass der nicht mehr nervt. Ich glaube, der erste Tower ist hier fertiggestellt. Das war gerade der Sound. Ja. Schutztürme geben halt auch gut Vision. Hilft auch, um die Lage ein bisschen besser im Blick und unter Kontrolle zu haben. Das mit der automatischen Produktion hat schon was. Muss ich mich nicht mehr mal manuell drum kümmern, auch wenn ich mich sehr gerne manuell drum kümmere. Kann man einfach Klicks spammen. Theoretisch noch die Gebäude-Upgrades, die ich mitziehen kann. Aber der Rest ist an Ressourcen eigentlich oder generell in Infrastruktur durch. Ist noch die Frage, was es hier oben an Gebiet gibt. Ja. Ah, okay, das ist eine Außenstelle, die sehr viel Kavallerie erzeugt, aber in Kürze nicht mehr. Wir kümmern uns drum. Ja, die kämpfen jetzt durch. Jetzt machen wir da rein und die Gebäude nieder. So. Weniger. Da ist wieder eine Kavallerie-Einheit mittendrin. Ein Plünderer. Schaut euch mal kurz um und kümmern mal den noch aus dem Leben. Dann haben wir das alles gleich abgefackelt.
Euch kann ich noch, oder dich kann ich, euch brauche ich gar nicht. Die Infanterie ist ein bisschen größer, oder? Vom Modell her im Vergleich zur bisherigen Kampagne. Es kommt mir auf jeden Fall gerade so vor. Wir können auch bisher noch keinerlei Reliquien aufsammeln, aber klar, wir haben auch nicht wirklich die Helden, um sowas zu tun. Hier gibt es auch noch jede Menge. Also Ressourcen gibt es einige. Bevölkerungszentrum bin ich aber eh schon quasi am Limit. Tut sich eh nicht mehr viel. Die Frage ist eben noch, wie die Base hier aufgestellt ist. Und das kann ich eigentlich mit euch scouten. Interessanterweise sind da auch lauter Bäume abgeholzt. Ich nehme dich jetzt mal als Scout. Dass ich die Gegenwehr sieht. Okay, da ist ein großer Trupp in der Base selber. Ja, das scheint dann auch der Rest zu sein. Wir sammeln uns da eh vor den Toren. Dann können wir das angreifen, sobald ich den Rest hier abgescoutet habe. Währenddessen Dorfbewohner wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Oder Bürger wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Da kommt ein Trupp raus, aber das ist okay. Den können wir abfangen mit unserer Armee. Ja, gibt es tatsächlich einen. Es gibt tatsächlich einen Hintereingang in die Base. Wenn man nicht den Frontalangriff machen möchte. Der Rest des Küste entlang scouten. Und der es aber anscheinend wirklich wenig gibt. Der Truppe lässt sich natürlich wieder ablenken. Das. Einheiten greifen sie an und sie sagen prompt: Ah, ich will da durch die Mauer. Ich komme aber nicht durch. Was ist da los? Okay, hier ist ein gekentertes Schiff. Und hier ist unsere Scouting-Runde dann auch zu Ende. Also die Truppe integrieren. Und einmal ab durchs Tor. Muchas gracias. Goldader ist weg. Nächste Goldader. Aber das sind die Wölfe. Die könnten wir Probleme machen. Lieber hier. Und hier. Palisade ist offen. Rein in den Fight. Die Himmelspforte. Teleportiert Einheiten. Das ist doch ziemlich sicher ein Tor zur Unterwelt. Ich habe genügend Age of Mythology inzwischen gespielt, dass ich die Zeichen erkenne. Erstmal müssen wir die Festung loswerden. Die nervt diese Doppelfestung hier sogar. Ja, mit unseren drei Belagerungsmaschinerien sollte das nicht so wild sein. Wir müssen die Barbaren besiegen. Das heißt, wenn wir das alles abreißen, ist das sowieso unter Kontrolle. Erste Festung ist down. Gescoutet haben wir dann auch. Das heißt, hier ist einfach nur noch den Rest zerstören und dann haben wir das. Also tobt euch aus. Wir sollten gleich fertig sein. Ihr macht nun einfach nicht weiter, was die Nahrung betrifft, was ein bisschen komisch ist. Aber gut. Wir brauchen auch nicht mehr wirklich Ressourcen, weil das Ding ist mehr oder weniger durch. Die Frage ist eben, wo uns diese Pforte hinführt. Wie gesagt, ich verdächtige unseren Kollegen hier ein bisschen. Unseren Krios. Ah, und ich soll Bürger da einquartieren. Interessant. Okay, ich habe doch hier rüber welche geschickt fürs Gold. Genau, 5. Und ab rein da. Gehört jetzt uns die Pforte? Schickt ihr uns jetzt auf die andere Hälfte der Insel? Kann das sein? Wir können auch Armee da reinschicken. Ich glaube, ich könnte generell einfach Einheiten reinschicken, um zu sehen, was passiert. Krios hat uns mit einem Feuersiphon versorgt. Kriegen sogar noch mal eins dieser Gerätschaften. Yushi. Wir können hier noch den letzten Rest abreißen. Diese Feuersiphons sind wirklich stark gegen Gebäude. Also Respekt. Knallt ordentlich. Okay, die Einheiten kommen mal nicht irgendwo raus, sondern sind einfach einquartiert. Das heißt, wir haben das gleich mit den 5. Die Mauer ist jetzt relativ mit wenig Konsequenzen verbunden. 1, 2, 3, 4, 5. Und tatsächlich haben wir hier was. Da müssen wir dann ein Dorfzentrum wahrscheinlich aufstellen. Ein überwucherter Tempel. Bauen sich hier mehr Krimskrams, okay. Und okay, ich muss es nicht mehr fertigstellen. Ich soll es nur einfach anfangen zu bauen. Und damit haben wir die erste Mission von der dritten Kampagne erledigt. Mal gespannt eben, wo uns diese Reise hinführt, ob das mit dem Wiederaufbau tatsächlich klappt oder ob wir einfach nochmal hart verraten und hintergangen werden. Das sind die nächsten Missionen raus. Bis dahin, macht's gut und tschüss.